es geschah nicht. Die Leiche meines Gegners brach über mir zusammen. Lange Sekunden konnte ich mich nur noch darauf konzentrieren, zu atmen, bis es mir schließlich gelang, mich unter der Leiche hervorzuwälzen. Zwei Pfeile ragten aus dem Rücken des Mannes. Dann streckte sich mir Dannys Hand entgegen, die mir zusammen mit einem zweiten Rotärmel auf die Beine half. Erst als ich stand, registrierte ich, dass der Kampf vorläufig zu Ende war. Die Degenerierten, die das Gleis angegriffen hatten, lagen entweder tot zwischen ihren Opfern oder waren in die Tunnel geflohen. Die versehrten Zivilisten, die Wanda hatte mobilisieren können, um die letzte Barriere des Gleises zu verteidigen, waren allerdings weit davon entfernt, sich über diesen lächerlichen Sieg zu freuen. Im Mikrokosmos des Gleises herrschte ängstliches und abwartendes Schweigen, eine gespenstische Stille, während von weiter weg Kampfgeräusche und Todesschreie heranhallten. Die Versehrten sahen uns zu, als wir auf ihre letzte Bastion zugingen. Ich nahm die Szene in mich auf. Mein Trupp war geschrumpft. Als ich an der Barriere ankam, schoben zwei Versehrte, eine alte Frau, die ihren buckligen Leib nur mit einer zerlöcherten, hüftlangen Jacke bedeckt hatte und deren dürre, nackte Beine mich an einen Vogel denken ließen, und ein junger Mann, dem eine Hand und das rechte Ohr fehlten, einen Teil ihrer Deckung beiseite, um mich und den Rest meiner Rotärmel vorbeizulassen. Fast gleichzeitig brachten Mariam und Wanda die wenigen Schritte, die noch zwischen uns lagen, hinter sich. Während Mariam sich an mein Bein klammerte und nicht mehr loslassen wollte, umarmte mich Wanda knapp und löste sich dann schnell wieder von mir. Sie trat einen Schritt zurück, musterte mich kurz, was mir Gelegenheit gab, dasselbe zu tun, bevor sie fragte: »Wie sieht es aus?« Sie sprach auf ungewohnte Weise, was mit Sicherheit an den Schmerzen lag, die Schnitte in ihrem Gesicht ihr verursachten. Sie hatte einiges abbekommen, und auch an ihrer Kleidung konnte ich sehen, dass die improvisierte Panzerung ihr ebenfalls gute Dienste geleistet hatte. Anstatt ihr eine Antwort zu geben, trat ich, während ich Mariam die Hand auf den Kopf legte und sie so mit mir zog, einen Schritt in die Mitte der Versehrten. »Nehmt eure Waffen und so viel Essen, wie ihr tragen könnt. Der Bahnhof ist gefallen. Wir müssen weg.« Zunächst reagierten nur zwei oder drei von ihnen. Der Rest starrte mich mit ungläubigen Augen an. Ich konnte ihnen in diesem Moment nicht mehr sagen. Mir war ebenso klar wie ihnen, dass nur wenige der Verkrüppelten und Kranken die Kraft hatten zu fliehen. Und ihnen war ebenso klar wie mir, dass es ihren Tod bedeuten würde, wenn sie hier blieben. Ich musste an die Todesengel denken. Ich sah in die Gesichter meiner Truppe, die sich inzwischen in ihrer jämmerlichen Vollständigkeit hinter mir eingefunden hatte. Die Kampfgeräusche kamen näher. Wir hatten keine Zeit, diesen Hoffnungslosen einen gnädigen Tod zu geben, und ich weiß auch nicht, ob ich oder einer meiner Männer dazu in der Lage gewesen wäre. Ich wandte mich an die Rotärmel. »Sucht nach Essen und Munition, und dann weg hier.« Es war Danny, die zu fragen wagte. »Und wohin?« Als mir nach zwei Sekunden keine Antwort eingefallen war, sprang Wanda in die Bresche. »Die beiden...« Sie zeigte mit einer Hand auf Tommy und mit der anderen Hand auf Mariam. »Kennen einen Weg durch die Tunnel. Sie bringen uns raus, und sie wissen, wo wir noch mehr Essen, Waffen und Munition finden werden.« Dass die beiden ihrem Plan entsprechend die Waffen und das Essen gestohlen und entlang der Fluchtroute, die sie sich ausgedacht hatte, deponiert hatten, verschwieg sie. Tommy hielt sich an der Seite seines Vaters. Das bärtige Gesicht des Mannes war ausdruckslos, starrte mich und Wanda einfach nur an, bis Tommy an seinem Arm zog und ihn dazu brachte, sich hinunterzubeugen, um sich von seinem Sohn einige Worte ins Ohr flüstern zu lassen. Dann nickte er langsam und mehrfach, wie um sich seinen Entschluss selbst zu bestätigen. Endlich begann er, sich nach einer Waffe umzusehen. »Wir nehmen sie mit?« Wanda nickte nur. Dann, in dem Moment, in dem ich begonnen hatte, mich mit dem Gedanken anzufreunden, tönten aus dem Dunkel der Tunnel Kampfschreie heran. Die Degenerierten, die die Fliehenden von dem anderen Gleis verfolgt hatten, waren zurück.
Sie mussten in den Tunneln auf die getroffen sein, die wir verjagt hatten, und jetzt waren sie gemeinsam auf dem Weg hierher. Los jetzt, trieb ich alle, die mich hören konnten, zur Eile an. Wanda und Mariam waren als Erste bereit, dann meine Rotärmel und kurz darauf Tommy und sein Vater. Auch eine Handvoll Versehrter schien uns folgen zu wollen. Andere blieben einfach stehen, setzten sich hin oder gingen zu ihren Schlafstätten, um dort auf den Tod zu warten. Diese Menschen wussten, dass sie es nirgendwo hinschaffen würden. Sie wussten, dass sie nur noch auf ihren Tod durch die Hand der Degenerierten warten konnten, und die Tatsache, dass er noch auf sich warten ließ, schien einige in eine Art Schockstarre zu versetzen. Ich kann den Ausdruck in ihren Gesichtern nicht beschreiben. Aus dem Halbdunkel des Tunnels kamen drei Pfeile geflogen. Einer meiner Rotärmel wurde im Gesicht getroffen und ging schreiend zu Boden. Wir begannen zu rennen. Das Gleis entlang nach rechts, um eine Ecke. Hinter mir hörte ich einen Versehrten schreien, dann Schüsse, dann einen weiteren Schrei. Wanda, die vor mir und hinter Mariam rannte, drehte im Rennen den Kopf. Ich konnte sehen, dass sie am liebsten gehalten und sich den Verfolgern gestellt hätte. Wut brannte in ihren Augen. Sie drohte, langsamer zu werden, und ich beschleunigte etwas, rempelte sie an der Schulter an, und sie verstand die Botschaft. Dreimal hörten wir noch Schreie von hinten, der letzte lange anhaltend und weiblich. Das musste die letzte der Versehrten und die einzige Frau gewesen sein, die es ebenfalls mit Flucht hatte versuchen wollen. Mir war von Anfang an klar gewesen, dass sie langsamer sein würden als wir und die Rotärmel. Und langsamer als die Degenerierten. Es ist okay. Mariam, die die wenigen Minuten bisher neben Wanda vor mir gerannt war, wurde langsamer, keuchte, streckte hilfesuchend ihre Hand zur Seite aus. Vor uns wurde es dunkel. Gleich würden wir den Teil der Tunnel erreichen, der nicht mehr von den Dieselgeneratoren oben in den Loks mit Strom und damit mit Licht versorgt wurde. Ich ließ den Trupp noch weiter rennen, blind in die Schwärze, 10, 20 oder 30 Meter. Wir brauchten eine Pause. Eine Pause zum Verschnaufen und eine Pause, um die Taschenlampen, die Wanda und Mariam besorgt hatten, hervorzuholen. Und es war eine Gelegenheit, unsere Verfolger zu dezimieren. »Nach hinten sichern!« Die Rotärmel führten meinen Befehl sofort aus. Der spontane Hinterhalt war perfekt. Sie mussten nur warten, bis unsere Verfolger um die Ecke bogen. Sie würden blind in den Tod rennen, nicht in der Lage, uns zu sehen, während wir sie sehr wohl würden sehen können. Ich schloss mich den Schützen nicht an, stattdessen half ich Mariam, ihren Rucksack fester zu zurren, da er bei jedem Schritt gegen ihren Rücken geschlagen hatte. Tommy und sein Vater, die sich in der Mitte unseres Trupps gehalten hatten, kamen hinzu. Beide sahen im Licht der Taschenlampe, die Tommy angeknipst hatte, verängstigt aus, aber auch entschlossen. Wir nutzten das Licht, um so schnell wie möglich Lampen an jeden zweiten unseres Dutzends zu verteilen. Dann wies ich sie alle an, die Lampen auszuschalten. Als das Licht gelöscht war, kam mir das langsam leiser werdende Keuchen von 12 Menschen unglaublich laut vor. Ich drehte mich nach hinten. Noch war kein Verfolger im erleuchteten Teil der Tunnel zu sehen, aber es konnte nicht mehr lange dauern. Während die Rotärmel schweigend und mit gezogenen Waffen nach hinten sicherten, zog ich einen Meter weiter im Dunkel Wanda und Mariam an mich heran, und mir war bewusst, dass Tommy und sein Vater in Hörweite sein mussten. »Wie viele Depots habt ihr angelegt?« 5, sagte Mariam leise, »aber 2 haben wir schon verpasst. Das nächste ist 3 Minuten weg, wenn man normal läuft,« ergänzte Tommy. »Was haben wir?« »Etwas lose Munition und Essen. Und beim nächsten nur Essen. Und beim letzten 3 Pistolen und noch mehr Munition und einen Verbandskasten. Okay, das ist gut. Sie sind aber zu nah an uns dran. Wenn wir das nächste Depot ebenfalls zurücklassen müssen, macht das nichts. Aber die anderen beiden müssen wir mitnehmen. Mariam und Tommy, das habt ihr toll gemacht.« Ich gab Mariam einen Kuss auf die Stirn und spürte, dass Wanda meine Schulter drückte. Dann ihre Stimme. »Es geht wieder los.«
Ich drehte den Kopf in Richtung Licht und sah, dass sie recht hatte. Schwarze Silhouetten tauchten rennend auf, mit Speeren, Äxten und Bögen, aber zwei von ihnen schienen auch Gewehre zu tragen. Anscheinend war der Kampf zwischen den Degenerierten und ihren Verbündeten, den wir gesehen hatten, aus persönlichen Gründen geführt worden und nicht aufgrund irgendeines Masterplans. Gerade wollte ich die Rotärmel anweisen, dass jeder genau dreimal abdrücken sollte, bevor wir weiterrannten, und dass sie die Schatten mit den Gewehren als erstes aufs Korn nehmen sollten, als der Trupp schon das Feuer eröffnete. Die erste Reihe der Silhouetten fiel, aber es kamen immer mehr nach, bis im Gegenlicht nur noch eine schwarze, mannshohe Wand zu sehen war. Ihre Todesschreie waren wie ein Flüstern im Inferno der Schüsse, aber es wurden dennoch nicht weniger. Wo ein Schatten fiel, schienen zwei neue nachzuwachsen. Dann flogen die ersten ungezielten Pfeile an mir vorbei. Vorne schrie ein Rotärmel. Noch sechs. Das Mündungsfeuer zeigte uns stroboskopartige Szenen, Momentaufnahmen. Und auch den Degenerierten bot es ein Ziel. Ich ging nach vorne und nahm dem Sterbenden das Gewehr aus der Hand. Die ersten Salven hatten die Degenerierten und ihre Verbündeten erschrocken stoppen lassen. Aber jetzt, nachdem sich mehr und mehr gesammelt hatten und begannen, wie vorhin Wanda, ihre Toten als Schilde zu benutzen und langsam vorzurücken, während aus den hinteren Reihen Pfeile, Speere und auch die eine oder andere Kugel in unsere Richtung geschickt wurden. Der alte Rotärmel neben mir fluchte, als eine Kugel ihn in die Schulter traf und er unwillkürlich sein Gewehr fallen ließ, um die so frei gewordene Hand auf die Wunde zu pressen. Sie kamen immer näher und bald würde uns die Munition ausgehen. Ich hob das frei gewordene Gewehr ebenfalls auf, dann brüllte ich: »Lampen an und weg hier!« Der angeschossene Rotärmel schien als erster zu reagieren, schmerzgeborene Panik in den Augen. In schneller Folge schoss ich seine Waffe leer und achtete nicht darauf, ob ich traf oder nicht. Dann schloss ich mich der allgemeinen Flucht an. Ich rannte mit zwei Rotärmeln hinten und konnte im wild tanzenden Licht der Taschenlampen sehen, dass Wanda, Mariam und Tommy die Spitze bildeten. Dann folgte Tommys Vater auf gleicher Höhe mit zwei Rotärmeln, dann der alte Rotärmel, der angeschossen worden war. Es machte mich wahnsinnig, mich nicht umdrehen zu können, um zu sehen, wie weit unsere Verfolger noch von uns entfernt waren. Schritte hallten, wir rannten und keuchten, ich weiß nicht wie lange. Dann schrie der Rotärmel neben mir auf und verschwand aus dem Rand meines Blickfelds. Ich schrie seinen Kameraden an, bloß nicht stehen zu bleiben, und schickte blind zwei Pistolenkugeln nach hinten. Vorne schrie Tommy: »Wir sind gleich am nächsten Depot. Weiterrennen«, war alles, was ich antwortete. Zum Glück gehorchten sie. Nach weiteren 20 Schritten wurde der Tunnel breiter. »Verteilt euch, bietet ihnen kein Ziel.« Sie taten erneut, was ich sagte, nur nutzte das mir und dem Rotärmel neben mir leider nicht viel. Ein massiger schwarzer Schatten schien sich wie in Zeitlupe in mein Sichtfeld zu schieben, ein Schatten mit einem Speer in der Hand. Im selben Moment, in dem der Schatten zum Stoß ausholte, stolperte ich, und die Warnung, die ich hatte brüllen wollen, wurde zu einem erschrockenen Aufschrei. Ich überschlug mich, von meinem eigenen Schwung vorangetrieben. Der Rotärmel schrie gellend, als der Speer ihn traf. Der Kolben meines Gewehrs, das ich am Riemen übergeworfen hatte, schlug mir gegen den Mund und meine Lippe platzte auf, und ich verlor die Pistole und meine Taschenlampe. Wie ein Irrlicht schlitterte sie von mir weg und ließ mich im Dunkel zurück. Und das war mein Glück. Ich hörte einzelne Degenerierte an mir vorbeirennen, während der Rotärmel, der mit mir die Nachhut gebildet hatte, immer noch schrie. Über die Dauer der Verfolgungsjagd hatte sich das kompakte Feld unserer Jäger auseinandergezogen, und die, die jetzt um mich herum waren, an mir vorbeirasten, mussten die schnellsten ihrer Läufer sein. Bis ich mich wieder hochgerappelt hatte, versuchte ich die Zahl derer zu schätzen, die mich überholt hatten. Ich kam auf ungefähr 10.
Sie rannten im Dunkeln ohne eigenes Licht, und als ich mich ihnen anschloss, darauf vertrauend, dass sie mich nicht von ihresgleichen würden unterscheiden können, sah ich, dass das auch ganz gut funktionierte. Sie gingen einfach davon aus, dass auch sie rennen konnten, wo es uns gelungen war. Sicher, der eine oder andere würde an irgendeinem Stein, einem Stück Schrott oder sonst etwas hängen bleiben und stolpern, aber die Mehrzahl von ihnen konnte uns auf diese Weise einfach hinterherrennen, zumindest bis der Tunnel einen weiteren Knick machen würde, was nicht der Fall war, soweit ich sehen konnte. In den wenigen Sekunden, die mein Sturz mich gekostet hatte, waren Wanda und die anderen schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich rannte jetzt ebenfalls wieder, hatte Seitenstechen, weil der Sturz meine Atmung durcheinander gebracht hatte, und ich wusste, dass es meinen Leuten nicht anders gehen konnte. Sie würden bald einen weiteren Stopp einlegen müssen, schon allein wegen Mariam und Tommy und wegen ihres Gepäcks, das sie im Gegensatz zu den Degenerierten zu tragen hatten. Im Dunkel neben mir hörte ich das Hecheln der Atem eines unserer Jäger. Langsam manövrierte ich mich näher an ihn heran und tastete nach dem Lauf des Gewehrs. Im Rennen zog ich es von meiner Schulter, dann, als ich mir der Position des Degenerierten gewiss genug war, führte ich einen seitlichen Schlag auf Kopfhöhe. Ich hatte Glück in mehrfacher Hinsicht. Erstens traf mein Schlag genauso, wie ich es vor meinem inneren Auge gesehen hatte, und zweitens war er stark genug gewesen, um mein Opfer augenblicklich zusammenbrechen zu lassen, ohne dass er oder sie Zeit genug hatte, einen Schrei auszustoßen. Für die anderen Degenerierten um mich herum musste es sich fast so anhören, als sei einer der ihren gestolpert, wenn sie überhaupt etwas hören konnten außer ihren eigenen Lungen. Einer weniger. Nach 10 weiteren Schritten schienen die Lichtkreise vor mir ruhiger zu werden und sich nicht mehr von mir wegzubewegen. Sie mussten halten, entweder weil sie nicht mehr konnten oder weil sie das zweite Depot erreicht hatten, oder beides. Nach 5 weiteren Schritten hatten auch die Degenerierten um mich herum die Veränderung bemerkt. Mir fiel auf, dass sie nicht verbal kommunizierten. Irgendwie schien jeder für sich entweder seinem Jagdtrieb oder seinen Befehlen nachzugehen. So kam es, dass manche ihren Lauf beschleunigten, wie ich an den Geräuschen wahrnehmen konnte, und andere langsamer zu werden schienen. Diese schienen auch die intelligenteren zu sein, denn sie hatten unseren ersten Hinterhalt nicht vergessen. Von vorne hörte ich Wanda etwas rufen und nahm wahr, dass 2 der Taschenlampen in unsere Richtung gedreht wurden. Und ich war ziemlich sicher, dass sie Befehl gegeben hatte, nach hinten zu sichern und alles niederzuschießen, was ich blicken ließ, was mich einschloss. Immer noch rennend bewegte ich mich weiter nach rechts auf die Wand zu. Bald streifte ich sie mit der Schulter. Ich würde mich zu erkennen geben müssen, wenn ich nicht von meinen eigenen Freunden abgeknallt werden wollte, aber das bedeutete gleichzeitig, die Degenerierten, in deren Mitte ich mich befand, auf mich aufmerksam zu machen. Ich schätzte die Distanz zu Wanda, Mariam und den anderen auf circa 60 Meter. Wann würden sie anfangen zu feuern? Ab wann würde das Licht der Taschenlampen ihnen erlauben, Ziele auszumachen? Sollte ich mich auf mein Glück verlassen? Während ich weiter rannte, ließ ich das Gewehr durch meine Hände gleiten, bis ich es wieder in der Position hatte, in der ich damit schießen konnte. Würde Wanda mein Mündungsfeuer auch als meines erkennen? Wenn es seitlich von der rechten Tunnelwand in Richtung der Degenerierten aufflackern würde, würde das irgendjemand bemerken, bevor sie mich aufs Korn nehmen würden? Dann wurden alle meine Überlegungen dieser Art obsolet. Annähernd gleichzeitig schossen Wanda und die Überlebenden meines Trupps und vermutlich auch Tommys Vater und vielleicht auch Tommy mit seiner Schleuder. Ich ließ mich fallen und robbte weiter auf den Lichtkreis zu, so weit, bis ich die Umrisse eines der ersten Degenerierten 10 Meter vor und 8 Meter links von mir entdecken konnte. Er holte zum Speerwurf aus, als ihn meine Kugel seitlich in den Brustkorb traf. Ich würde vielleicht noch 2 Schüsse abgeben können, bevor der Kerntrupp der Degenerierten aufgeholt haben würde oder die Läufer, die jetzt schon hier waren, auf mich aufmerksam werden würden.
Weil der Tunnel jetzt deutlich mehr Platz zum Ausweichen bot, hatten die Salven, die den Degenerierten entgegengeschickt wurden, nicht annähernd den Effekt, den sie bei unserer ersten Pause gehabt hatten. Viele Schüsse gingen fehl. Zwei Degenerierte, die als eine Art Team zu agieren schienen, rannten hakenschlagend und mit erhobenen Waffen auf die jämmerliche Verteidigungslinie zu. Einem schoss ich in den Rücken, der andere schaffte es zu einer Rotärmelfrau, die gerade das Magazin ihrer Pistole wechselte. Sie starb mit aufgeplatztem Schädel, bevor ein anderer Rotärmel, später sollte ich erfahren, dass es Markus war, dem Degenerierten drei Kugeln in den Leib jagte. Zwei weitere Degenerierte tauchten in den Lichtkreis ein, rasend schnell. Einer prallte gegen Markus, der andere durchbrach die mickrige Rotärmelfront und stürzte sich auf Tommys Vater. Ich verletzte oder tötete noch drei weitere, im Halbdunkel nur schwer auszumachende Schatten, die ebenfalls in Richtung Licht rannten. Zwei von uns waren in Nahkämpfe verwickelt und die Masse der Verfolger kam immer näher. Ich warf mir das Gewehr wieder auf die Schulter. Zwar hatte ich noch Patronen in den Taschen meines Parkas, aber ich hätte das Magazin herausnehmen und die Patronen hineindrücken und es dann wieder einsetzen müssen. Hatten die Rotärmel mein Mündungsfeuer als freundlich erkannt? Aber als ich mich endlich entschlossen hatte, es darauf ankommen zu lassen und losgerannt war, konnte ich sehen, dass mir kaum Gefahr drohte. Die beiden Degenerierten, die es in den Lichtkreis geschafft hatten, banden alle Kräfte meines Trupps. Momentan feuerte niemand. Wanda war Tommys Vater zur Seite gesprungen und die restlichen Rotärmel versuchten, der tobenden, degenerierten Frau Herr zu werden. Mariam und Tommy standen ganz hinten. Tommy zielte mit seiner Schleuder, schien sich aber nicht zum Schuss entscheiden zu können. Zu schnell waren die Bewegungen der Kämpfenden. Endlich sprintete ich los, um ihnen beizustehen. In dem Moment, in dem ich die Gruppe erreichte, stach die degenerierten Frau dem Rotärmel mit der verletzten Schulter die Klinge durchs Auge, und sein Schrei war schrecklich laut und hoch, brach dann abrupt ab, als das Leben den Mann verließ. Die Klinge steckte im Schädel fest, und in der halben Sekunde, in der die Frau versuchte, ihre Waffe frei zu bekommen, rammte ihr Markus sein Messer bis zum Heft in den Brustkorb. Mein Schwung trug mich an ihm vorbei, hin zum zweiten Kampf. Tommys Vater blutete aus mehreren Schnitt- und Stichwunden überall am Körper. Wanda klammerte sich an den linken Arm des Degenerierten und versuchte, dem Messer in dessen anderer Hand auszuweichen. Zwei andere Rotärmel bewiesen genug Geistesgegenwart, um die Nachströmenden endlich wieder unter Feuer zu nehmen, und hinter mir, viel zu nahe, hörte ich einen Körper fallen. Dann war ich endlich im Rücken von Wandas Gegner, traf mit einem Hieb des Gewehrkolbens von oben die Schulter des Armes, mit dem er nach Wanda stach, holte erneut aus, horizontal, traf den Kopf. Kaum war der Mann zu Boden gegangen, war Wanda über ihn und stach mit seinem eigenen Messer auf ihn ein. Ich ließ sie gewähren. Tommys Vater war zusammengesunken, aber noch bei Bewusstsein. Er kauerte auf dem Boden und reagierte nicht auf seinen Sohn, der inzwischen zu ihm geeilt war und an seiner Schulter rüttelte. Der Verletzte sah zu mir hoch und schüttelte langsam den Kopf. Im Geiste hakte ich ihn bereits ab. Mein Blick suchte nach Mariam. Sie stand ganz hinten, vor Angst gelähmt, eine kleine 22er in der Hand. Aber sie starrte nur und starrte. Sie war unverletzt. Ein Pfeil, der 3 Meter links an mir vorbeiflog, veranlasste mich, mich umzudrehen. Die Hauptgruppe war angekommen und bildete einen Halbkreis in 15 Meter Entfernung, momentan nur durch das Feuer der beiden Rotärmel in Schach gehalten. Wanda war fertig mit Erstechen, riss jetzt an meinem Arm, um meine Aufmerksamkeit zu erhalten. Ich musste ihr gar nicht zuhören, um zu wissen, was sie sagen wollte. Wir hatten verloren. Zumindest, wenn wir hier bleiben und kämpfen würden. Tommys Vater war nicht in der Lage zu rennen, und wir konnten ihn auch nicht tragen oder hinter uns herschleifen. Mariam, Tommy, ihr geht vor. Dieter,
Ich zeigte auf Danny, die mit einem Ohr zuzuhören schien. »Geht mit euch!« Weitere Pfeile flogen heran. Einer blieb in der toten, degenerierten Frau stecken, und das schien der Startschuss für uns alle zu sein. Für uns alle außer Tommy. Mariam rannte zu ihm hinüber, riss an ihm herum, aber er klammerte sich mit aller Kraft an seinen Vater. »Ich geh nicht weg, ich geh nicht weg!« Erst als er nach Mariam schlug, um sie loszuwerden und sie am Mund zu bluten begann, trat sie einen Schritt zurück und sah so hilflos und elend aus, dass mir der Atem stockte. Dann war Wanda bei ihr, wollte sie wegziehen. Es gelang ihr auch, aber nach wenigen Schritten riss Mariam sich los, rannte wieder zu Tommy. »Du musst mitkommen!« Wieder schlug der Junge nach ihr. Dann war ich bei ihr, gab ihr einen Stoß, der sie beinahe umgeworfen hätte, schrie sie an, sie sollte endlich machen, dass sie von hier wegkam, schrie die Widerworte, die sich in ihrem Mund formten, nieder, mit der absoluten Ignoranz eines Erwachsenen, der keinen Widerspruch duldete. Und endlich war Wanda wieder bei ihr, drehte sie an der Schulter herum, und da war ihr Widerstand gebrochen, und sie ließ sich mitziehen. Gerne hätte ich Tommy einfach niedergeschlagen und mir über die Schulter geworfen, aber ich wusste genau, dass ich das nicht durchhalten würde, nicht lange genug, nicht nachdem wir schon so lange gerannt waren. Ein letzter Blick zu den Degenerierten, die das Brechen unseres Kampfeswillen zu spüren schienen und immer schneller weiter vorrückten. Nur ein einzelner Rotärmel, der immer noch schoss, schien sie davon abzuhalten, die Schatten gänzlich zu verlassen und uns niederzurennen. Dann endlich folgte ich Wanda und Mariam im Laufschritt, ohne mich weiter um die Rotärmel zu kümmern. Später wurde mir klar, dass ich stillschweigend gehofft hatte, dass sie dumm genug sein würden, weiterzukämpfen und uns mit ihrem Leben einen Vorsprung zu verschaffen. Aber das taten sie nicht. Sie kamen mir nach, sie rannten. Tommy blieb an seinen verletzten Vater geklammert zurück, aber sein hasserfüllter, zutiefst enttäuschter Blick verfolgte mich. »Es ist okay, er hat es so gewollt.